Das Bündnis Grevesmühlen für alle hatte am 2. März zu einer Demonstration mit Kundgebung aufgerufen. Unter dem Titel Für Toleranz und Vielfalt sollte in Grevesmühlen ein Zeichen für ein demokratisches Nordwestmecklenburg gesetzt werden. Rund 380 Menschen nahmen teil. Zu den Unterstützern der Demonstration zählten mehr als 30 Vereine, Parteien und Initiativen. Uns ist das wichtig, dass auch hier in Grevesmühlen und in der Umgebung, dass wir zeigen, dass wir für Vielfalt und Toleranz und für unser Grundgesetz unsere Stimme erheben, dass wir unsere Haltung zeigen. Und es ist ja im Prinzip kein Protest, sondern wir sind für etwas. Aber wir wissen, dass wenn wir heute unsere Stimme nicht erheben, wir sehr viel zu verlieren haben, nämlich unsere Freiheit, die durch das Grundgesetz ja uns garantiert ist. Der Demonstrationszug begann am Bahnhof. Von dort machten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Weg zum Marktplatz. Dort fand eine Kundgebung mit mehreren Rednerinnen und Rednern statt. Der friedliche Protest richtete sich gegen Rassismus und rechtsradikale Tendenzen.